Hallo und willkommen zurück zu Cult of the Lamp. So, hier haben wir letztes Mal schön unsere Steinhütte gebaut und unsere Holzhütte. Oh, da ist noch nicht viel drin. Ich würde sagen, wir sind generell aber ganz gut gerüstet. Haben einige, die hier nur fürs Beten da sind. Das ist wunderbar. Dann können wir eigentlich direkt mal in den Dungeon gehen. Ich glaube, zwei, dreimal müssen wir noch rein, bis man dem nächsten Bischof in die Fresse hauen kann. Oh, der Fuchs sieht süß aus, aber ich habe nur einen Dollar. Da will ich mir keine Schuldgefühle machen, den kann ich mir eh nicht leisten. Muss die Spinne ihn halt auffressen. Machst du nichts dran. Jo. Bin ich überhaupt im Richtigen? Ich denke mal. Vampir-Axt. Sehr schön. Und Todesstreich 4. Verheerender Nahkampfangriff. Mit meinem Fluch. Na, ja, bin ich mal gespannt. Komm schon. Wenn ich nicht mal hier so ein Billo-Trainingsdummy fertig machen kann, was kann ich dann eigentlich? Die anderen lasse ich in Ruhe. Das hat echt zu lang gedauert. Ah, oh, hat er wieder Redebedarf. Was willst du denn? Ach, alle haben sie Redebedarf. 5 Zacken eines Pentagramms. 5 Zeichen des Untergangs vorab. 5 Geschwister Seite an Seite. 5 Götter und ein Grab. Shamura, wir wollten dich nicht stören, aber... Shamura, die rote Krone wird jeden Tag stärker. Sie war sogar bereits schon erfolgreich, wo er zuvor gescheitert ist. Leshy wurde niedergestreckt. 5 werden zu 4, werden zu 3, werden zu 2, werden zu 1 und der wird zu nichts. Shamura, ruh dich aus, wir erledigen das. Werden wir doch, Kalamar? Ja, Schwester, natürlich, Schwester. Er klingt nicht sehr überzeugend. Du da, Gefäß der roten Krone, knie vor mir nieder oder du wirst es bereuen. Du wirst knien oder ich zwinge dich dazu. Aber versuch's doch, du Arsch. Dann zwing ich dich halt zu knien. Was seid ihr denn für komische Killerpilze? Bitte, tut uns nichts. Wir sind einfache Anhänger, die sich an einem unbekannten Ort verlaufen haben. Der große Sosu hat uns geschickt, um mehr von seinen geliebten Gehirnwäschepilzen zu finden. Er interessiert sich nur für Pilze. Er wird immer wahnsinniger. Aber als wir ankamen, wurde uns bewusst, dass wir nicht wissen, wie man Gehirnwäschepilze findet. Und jetzt haben wir zu viel Angst, um mit leeren Händen zurückzukehren. Wenn du ihm Gehirnwäschepilze bringen würdest, würde er dich sicher belohnen. Du findest ihn bei der Sporengrotte. Ja, das ist ein passender Name für seine Grotte. Die sieht aber tödlich aus. Und ihr seid wirklich... Da sind doch Pilze, oder? Keine Ahnung, Jungs. Ich habe doch keine Ahnung von Pilzen. Das ist eine fette Kröte. Die sehe ich jeden Morgen im Spiegel, wenn ich Zähne putze. Hab am... demnächst in 2 Tagen Zahnarzttermin. Mein Kiefer sieht nicht so toll aus. Er hat 10 Jahre Depression hinter sich. Und so sieht er auch aus. Das wird schmerzhaft. Ist egal. Ja. Tarotkarten erstmal einsammeln. Naja, nur Glücksspieler. Allgemeiner Waffenschaden erhöht um 1,5% oder ja. Eine aufgedeckte Karte bringt mir nicht so viel. Aber Waffenschaden. Huiuiui, 50% auf alles. Vor allem auf Gegner. Ja, mag ich. 9 Feuerbälle. Was seid ihr denn für Flugviecher? Au. Alter. Bin ich furchtbar geworden im Ausweichen. Oder generell im... Milch, Schnauze. Fluch. Scheiße. Na, ein Glück. So, Knochen meiner Feinde will ich natürlich auch aufsammeln. Sonst wird das nächste Ritual nicht bezahlbar sein. Schätz mal, hier links ist dann schon... Boah, da geht's weiter. Ui, Bieren und Goldboden. Nice. Muss ich irgendwann auch mal in meiner Wohnung verlegen. Irgendwann mal.
Also wie das Lamm nur ein Goldstück hat, habe ich auch nur ein Goldstück. Zweimal Gold. Okay, da gehen wir hin. Als übernächstes dann. Ja, ich habe wieder die hässliche Fratze hier. Die Firma dankt. So, Kröten muss man töten. Ja, und hier auch Kröte. Ich wünschte, ich würde mehr Schaden machen. Kommt noch, muss ich aufleveln. Schädelhalskette. Der Anhänger lebt unnatürlich lange. Doppelt so lange wie gewöhnlich. Ja gut, dass der Anhänger, der Anhänger ist, länger lebt. Ja, wahrscheinlich meint er einfach eins von meinen treuen Untertanen. Au. Boah, das gibt's nicht. Ich werde echt oft getroffen. Ich habe zu viel Satisfactory gespielt. Das ist so ein Fabrikations-Automations-Suchtspiel. Da muss man nicht so oft ausweichen. Boah, ich hab beinahe wieder auf die Fresse bekommen. Hui! John. Na, in Ruhe, ihr Kröten! Ich kann doch nicht bei jedem Mal im Dungeon jetzt einen meiner Leute opfern. Das wäre nicht fair für die. Gut, das ist mir eigentlich egal, aber das ist so peinlich, weil ich das ja hochlade. So, komm schon. Papa braucht mehr Herzchen. Kämmert dich schon? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich kenne dich. Haru, der der kann nicht reden. Der unglückliche Leschi, jüngster der fünf, er büßte seine Augen ein. Die temperamentvolle Hecate mit ihrer sauber durchtrennten Kehle. Der feige Kalamar, dem die Ohren vom Haupte gerissen wurden. Und Shamura, einst der klügste Kopf der fünf, bis dieser gespalten wurde. Nichts Böses sehen, sagen, hören oder denken. Jener, der wartet, hat dafür gesorgt. Der kann wohl in die Zukunft sehen. Noch leben drei von den vier. Oh, wenigstens ein Schnitzel war da drin, das freut mich. Und weiter geht's. Auf zum nächsten Ding, wo wir doppeltes Geld erhalten, hoffe ich. Zweimal Geld. Vielleicht erhalten wir auch nur zwei Goldmünzen insgesamt. Oh, da war schön viele. Ja, doppelte Münzen steht dran. Können wir uns nachher wieder einen Sklaven kaufen, beziehungsweise einen Untertan. Sind ja keine Sklaven. Die arbeiten nur unentgeltlich für mich. Wieso bist du giftig, du Kröte? Mag keine giftigen Kröten. Vor allem die bunten sind giftig. Würd nicht dran lecken. Falls ihr das vorhattet. Direkt nach dieser Episode. Wie gesagt, würde es nicht empfehlen. Stirb. Stirb. Hui. Und eine Tarotkarte. Ich werde nicht mehr bei Schammer. 10% Chance, ein blaues Herz zu erhalten. Die nehme ich gerne. Ich mag doch nichts, was Feuer speit. Kann doch nicht gescheit ausweichen. Ich kugel mich vor Lachen. Jo. Der kugelt sich vor... Ich wollte doch Gold. Wieso kriege ich denn nur Tarotkarten? Egal, nehme ich an. Das ist ein schwarzes Herz. Wenn mich jemand erwischt, dann erwische ich ihn gleichermaßen. Ich glaube, alle auf dem Level... 10% Chance, einen kritischen Treffer auszuzeilen oder Angriffstempo. Wir nehmen 25% mehr Angriffstempo. Haben wir mal schön viele Tarotkarten. Das freut mich. Und mir wurde eigentlich doppelt Gold versprochen. Das habe ich noch nicht ganz aufgegeben. Ja. Kann mal schön austeilen. Und da war Gold. Ich werfe es mir. Ah, Gehirnwäschepilze. Zumindest deren Spuren.
Ist nährstoffreich. Ist gut. So, ich glaube, das waren alle. Dann. Dachte, hier geht schon weiter, aber anscheinend gibt's noch einen Raum extra. Hätten wir mal das genommen, was die Karte aufdeckt. Dann wäre mal schlauer gewesen. Hätte uns zwar nichts gebracht, aber wir wären schlauer. So. Was haben wir? Vampir durch 5. Gewährt die Chance, den Träger mit Lebenskraft. Der Schaden geht eigentlich. Ich nehme ausnahmsweise mal das, obwohl ich normalerweise immer ein Axtverfechter bin. Obwohl Schaden 3,8, dann nehmen wir doch die. Ja, wiederverwerten. Weil das ist auch eine Vampir-Axt. So habe ich meine Herzchen auch wieder aufgefüllt. Das ist wunderbar. Das habe ich am Anfang schlichtweg nicht gelesen. Jo, weg, 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 weg. Aber ich bezweifle, dass wir ihm jetzt schon aufs Maul hauen können. Wir waren doch erst ein, zwei Mal hier drin. Ja. Ja, nicht, dass der seine Schmetterlinge wieder auskutscht. Den kannst behalten. Und. Bessere Axt. Alter, 4,1 Schaden. Das ist schon. Das ist schon Schaden, den ich da hab. Jo, hier mal ein bisschen Landschaftsgärtnern. Hilft ja alles nix. Schon sehen wir niemanden. Ja, mit dem Gold. Hier mit dem Fleisch. Und jetzt hier mit. Wer war's? Hackett. Au, 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 au. Das lief überraschend mittelmäßig. Aber ich wurde weniger oft getroffen als befürchtet. Ich nehme das als absoluten Gewinn für mich. So. Au. Weiß nicht, Feuerbälle haben es irgendwie nicht so bei mir gerade. Nicht so beliebt, würde ich sagen. So, da Buschkampf. Wer will? Fette Kröte. Eligosch. Hi, Eligosch. Hui. Ich sagte doch, ich habe ein moralisches Problem mit Feuerbällen. Au, au. Na, wenigstens. Au. Nein! Ausgewichen. Es ist unfair, wenn Kröten fliegen können. Die früher konnten das noch nicht. Boah. Komm schon. Ach, hör mal auf mit deinem Erdbeerschwarm da. Ich weich doch aus. Ja, nicht genügend. Zu langsam. Ich bin einfach zu gestresst in dem Spiel. Oh. Nein! So knapp davor. Ich muss wieder jemanden opfern. Oh, guck mal, da gibt's einen alten. Gibt ein halbes Herz und ein blaues. Viel Spaß im Leben danach. Komm, ein Schlag noch. Du dämliche Idiot mit dem Controller hinkt. Ja! Beim ersten Versuch. Oh, scheiße, bin ich gerade nicht gut. Er sieht aber irgendwie cool aus. Ich weiß gar nicht, ob wir die ein neues Aussehen verpassen. Blumenhalskette, Siebenstein, Goldklumpen. Ich nehme das Blümchen. Und
reicht noch nicht für eine neue Doktrin. Schade, Marmeladi. Genau, also zweimal müssen wir hier noch rein. Beziehungsweise beim zweiten Mal hauen wir Hackett auf die Fresse. Sollten vielleicht ein Follower oder zwei nachholen. Muss so viel opfern gerade. Oh, Boss will wieder mit mir reden. Gefäß, betest du mich nicht an? Bringst du mir keine Opfer dar in der Hoffnung, meine Gunst zu gewinnen? Wenn du zu deinem Kult zurückkehrst, wirst du eine neue Opfertruhe finden. Darin kannst du Opfer darbringen, die ich in meiner unermesslichen Güte zu Münzen umwandeln werde, auf dass du den Kult stärken kannst. Ah, ich lasse mich nicht leicht zufriedenstellen. Machst du mir allzu oft die gleichen Geschenke, sinkt der Preis. Aber keine Angst, mit der Zeit wird der Wert wieder steigen. Zoll mir einen angemessenen Tribut und du wirst belohnt werden. Danke. Ja, normales Wirtschaftssystem halt. Kennt man aus allen Spielen. Aber wir sehen das mal als Opfergabe und nicht als Warenaustausch. Dann verkaufen wir vielleicht Blümchen an ihn. Opfertruhe. Ich glaube, der wird eh freundlicher aussehen mit ein paar mehr Blümchen. So. Raffinerie. Das ist raffineriert. Wollen wir das mal freischalten? So langsam sollte man denen aber auch mal Häuser bauen. Wunderbar. Müssen die aber noch ein bisschen beten. Null göttliche Inspiration. So ein Jammer. So, danke schön. Du kommst zu mir. Ja, ja, ich verschone dich. Oh, du bist ganz gut. Nur goldenen Code, polyamorös, nice und streichelbar. Wenn du streichelbar bist, was machen wir dann? Oh, die schöne Kuh. Und ein Kaninchen, ich mag Kaninchen. Habt ihr selber welche, wie niemanden? Die fette Nudel bei mir. Also meine Kaninchen heißen Nudel- und Tomatensauce. Und Nudel ist das fette Weibchen. So. Jetzt frisst dich fett, dass du mich an mein Kaninchen erinnerst. So. Du gehst. Bäume fällen. Keine Ahnung. Ja, mit meinem Busch. Da wachsen sogar Münzen mit goldenem Kot. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Das ist ja fantastisch. So, dann wollen wir ihm einmal die Leviten lesen. Irgendwas von Levitikus. So, kommt hier, bietet, sorgt dafür, dass ich bessere Waffen habe. Ja, der eine hat gefehlt. So. Herzen der Gläubigen, erhalte dauerhaft ein halbes Herz. Da muss noch mehr gehen. Ich will ja nicht undankbar erscheinen. Jo, danke, Leute. Ja, glaubt, das war schon. Glauben ist wieder positiv. Dann schauen wir mal, dass die noch vielleicht was zu essen bekommen. Doktrinstein. Krone. Eine neue Doktrin. Macht man mal Versorgung vielleicht. Nahrung des Jägers oder Nahrung der Beute? Alle Kultmitglieder erhalten die Eigenschaft Kannibale. Alle Kultmitglieder erhalten die Eigenschaft Grasfresser. Ach komm, sei mal lieber Grasfresser. Kannibalismus kann ich nicht wirklich verkraften. Ja, Gras kann man fressen. Manche davon sehen eher aus wie Kühe und Esel. Dankeschön. Und gleich einen neuen Stein. Gut, das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, die Episode geht noch weiter. Ich rede mit meinen treuen Untertanen. So, was haben wir? 35 Holz haben wir. Das reicht doch für ein bisschen was. So. Es gibt nicht genügend Betten. Ja, die sollen sie ja gerade bauen.
Hirsche. Der ist von der Reise zurück. Einführer, ich bin heil von meiner Mission zurückgekehrt und habe ein Opfer mitgebracht. Ich habe auf meiner Mission Folgendes gefunden. 39 Holz. Mensch, nice. Dankeschön. Da haben wir noch Stein. Da haben wir noch Holz. Jetzt können wir ja noch mehr Dinger bauen. Wie heißen die? Ja, die Teile halt. Zelte. Okay, wieso kann ich nicht... Hab doch platziert. Nee, ich will nicht sowas bauen. Warum kann ich mir das nicht leisten? Ich habe doch 32 Steine, 24 Gold, 38 Holz. Warum? Ich weiß es nicht. Oh, jetzt seid doch nicht unzufrieden. Ich mache euch doch gerade Betten. Ja, Ersche. So, fressen könnt ihr später. Ich gehe nochmal in Dungeon. Ihr habt ja alles im Griff. Gleich schickt man noch einen los. Der sieht doch gut aus. Auf einer niedrigen Stufe? Macht doch nichts. Kann doch trotzdem Holz mitbringen. Ja, Fleisch. Du bist ein Esel. Du bringst Fleisch ran. Auf die eine oder die andere Weise. So, ein neuer Ort zum Erkunden. Der Todespilz der Killerpilze in der Sporengrotte. Er interessiert sich nur für Pilze. Er wird immer wahnsinniger. Ja, der sagt dasselbe. Tarotkarten. Karten, Karten. Karten? In der Nacht erhöht sich der Schaden um 3. Eich. Das lohnt sich eigentlich, aber ich habe kein Geld. Wieso habe ich kein Geld? Ich stelle mir die gleiche Frage immer so am 12. des Monats. Also zum Gehaltstag habe ich Geld und danach wird es weniger. Bin jedes Mal aufs Neue enttäuscht und überrascht. Ich grüße dich, Reisender. Ich bin natürlich Jojo, Pilzforscher. Ich schätze, das macht mich zu einem Champion der Champignons. Nur ein kleiner Witz, den Jojo gerne macht. Ja, Pilze sind Jojos Leidenschaft. Aber Jojo braucht mehr. Jojo braucht immer mehr. Du wirst für Jojo sammeln, ja? Ja, Jojo kann seinen Anhängern da draußen nicht trauen. Sie lügen, sie stehlen. Sie flüstern sich Geheimnisse über Jojo zu. Jojo weiß es einfach. Jojo wird alles tun. Er wird an deinem Altar beten. Jojo widmet sich mit Leib und Seele deiner Sache. Jojo reißt dir den Kopf ab. Ja, klingt gut. Jojo zeigt dir, wie du die Kraft des Pilzes nutzen kannst, damit sich die zerbrechlichen kleinen Köpfe deiner Anhänger deinen Wegen öffnen. Ah, da musst du nicht bei Jojo anwenden. Oh nein, Jojo wird dir freiwillig folgen. Solange du Jojo weiter Pilze bringst, wird Jojo alles für dich tun. Nimm den Weg nach Anura und such Pilze für Jojo. Du hast sie vorher vielleicht nicht gesehen, aber wenn du sie jetzt suchst, werden sie da sein. Dankeschön. Mir fehlen noch ein bisschen Pilze. Anhängerform kann ich mir nicht leisten. Kann mir gar nichts leisten. Dann wollen wir mal zurück. Schauen, ob die irgendwas hinbekommen haben. Ansonsten bräuchten wir eigentlich noch Fische. Ja, wir gehen erst zu den Fischen. Wird ja nicht so schwer, seinen scheiß Hummer zu fangen. Ich bin kein Angler, aber das kann nicht schwer sein. So, da ist noch eine Biere. Sammel. Da ist ein Baum. Pflück. Flock. Dankeschön. Anhängerform, nein, danke. Und Fidschis. So, Hummer und Krabben. Nein. Es sind normale Fische. Lachse. Es sind, keine Ahnung. Fast noch Kaviar, würde ich sagen. Da ist ein großer reingeschwommen. Der ist gerade erst aufgetaucht. Komm schon.
Beiß, 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 beiß. Ach, Fische sind so dämlich. Bist du eine Krabbe? Nein, du bist eine Oktopussy. Und da ist ja noch ein Dicker aufgetaucht. Und nochmal. Mensch, das ist ja ein gefundenes Fressen. Komm schon, Hummer und Krabbe. Vereinigt euch. Werde zu. Hummer-Krabbe. Krabben-Hummer? Weiß nicht, welche Kombination da wirklich gut wäre. Schau, wieder so einer. Ich such doch die mit den Scheren. Komm schon, Spiel. Papa braucht ein neues Outfit. So nicht. Schon. Jetzt wird's dunkel. Ja, Hummer! Ein Umer! Schon. Krabbe. 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 Krabbe! Ja. Hummer! Sehr gut, sehr gut. Blub. Wie versprochen. Hier ein Stück des Schatzes. Blub. Ich habe die Stimme von dem vergessen. Dankeschön. Ja, Animation ist schön. Ich habe aber noch einen für dich. Den kannst du dir sonst wohin stecken. Kneif mich mal. Ist das eine Krabbe? Blub. Er hat mir einen richtigen Kampf geliefert. Ich dachte, ich hätte einen Wal am Haken. Bitte. Gehört jetzt dir. Das sieht nicht aus wie ein Wal. Nein, nehme ich trotzdem. Yay. Kann mir was kaufen. Und ich wundere mich, warum ich kein Geld habe. Ja, heiliger Talisman, Relikte, Kammerfliese freischalten. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Du bist ein Ass mit der Rute. Du hast mich gut und reichlich versorgt. Wenn du mehr fängst, als du behalten kannst, kaufe ich die Dinger. Wenn die Ausbeute mau ist, verkaufe ich sie. Okay, das klingt nach einem Geschäftsmodell. Achso, ich kann noch in den Leuchtturm. Oh, Lamm des Lichts, darf ich dich ein weiteres Mal um Hilfe ersuchen? Der Leuchtturm ist in baufälligem Zustand. Wir müssen die Kristalle ersetzen, die das Licht aufs Meer hinaus reflektieren. Könntest du Materialien dieser Art für uns finden? Wir wissen nicht, wo wir suchen sollen, aber solltest du Erfolg haben, bringen wir dir im Gegenzug ein Opfer da. Natürlich. Ja, mit dem Opfer. Diesmal mach mal Vorkasse. Und was wollt ihr? Ja, vergib, vergib, vergib. Ist immer noch nicht, was ihr von mir wollt. In die Dunkelheit blicken. Ja, das mache ich doch ständig. Oh, das ist ein Fuchs. Ein kleines Lamm, ganz allein. Vorsichtig. Du weißt nie, was in der Nacht lauert. Und doch rieche ich bei dir keine Angst. Wie seltsam. Ah, ich verstehe. Du trägst die rote Krone. Ich kannte deinen Vorgänger. Er war ein schwaches und kriecherisches Geschöpf. Nicht so wie du, würde ich meinen. Kleines Lamm. Du hast schon einmal einen Pakt geschlossen. Wie wäre es mit einem anderen? Fürchte dich... Verzeihung. Fürchte dich nicht. Ich werde dich nicht um so etwas Kostbares bitten wie deine ewige Knechtschaft. Ich bin hungrig. Sehr hungrig. Ich habe einen Mordshunger. Ich will einen Fisch. Einen großen Fisch. Ich gebe dir etwas in Tausch. Bist du einverstanden? Natürlich. Oktopus? Ein Schwertfisch? Kluge Kreatur. Nimm das und sieh weg. Ja, ich fürchte, ich habe etwas unappetitliche Essgewohnheiten. Du wirst mir hier nicht mehr begegnen, aber unsere Wege werden sich an anderer Stelle kreuzen. In Momenten des Zufalls, im Dunkel der Nacht. Oh, danke fürs Fragment. Weiß nicht, was der für Essgewohnheiten hat. Komischer Typ. Ich finde ihn eh schon komisch. Ich bin nie auf den Geschmack von Fisch so wirklich gekommen. Obwohl geräucherter Heilbutt und alles, was ein Fischstäbchen ist, schmeckt ganz gut.
Aber obwohl ich hier norddeutsche Wurzeln habe, ist Fisch nicht so was für mich. Nicht unbedingt. Göttliche Inspiration, was nehmen wir? Heilquartier? Nö. Toilettenhäuschen? Reinigungsposten? Wieso lese ich alles so überrascht vor? Irgendwann sollte man wohl die Leichengrube mal nehmen. Düngersilo? Erntetotem? Was haben wir hier? Missionar 2? Ja, Dünger, dass die mal selber arbeiten. Was ist denn Erntetotem? Erhöhe das Wachstumstempo auf allen Ackerparzellen in Reichweite. Das erklärt's. Dann haben wir hier eine Raffinerie, Mission 2. Opferstatue, wird mich interessieren. Und hier unten haben wir noch irgendwas. Eine Gruft. Ja, auch hier würde ich sagen. Ja, komm, die Leichengrube, wann nimmt man die denn? Nehmen wir sie jetzt dann. Dann liegt's hinter uns. Dann liegen nur noch gute Dinger vor uns. Mehr oder weniger gute Dinger. Geht's euch gut, alle hier? Lasst euch mal kurz mich anbieten. Ja, da freut ihr euch, das kann ich mir vorstellen. Gut, weiter beten. Hey, scheiß Vogel! Arschlochvogel. Da kam jetzt kein Gold mit. Ich bin immer noch irritiert. So. Pflanz mal die mal Pilze, dann wässern wir es, dann füllen wir goldene Scheiße drauf. Bauen vielleicht eine Vogelscheuche. Normale Scheiße. Vogelscheuche. Vogel. 30 Gold habe ich nicht. Das ist Pech. Uh. 21 Gold. Kackt mal mehr, Jungs. Braucht das Geld. Na gut. Kann man eine Predigt eigentlich noch halten? Ist das ein neuer Tag? Müsste ein neuer Tag sein, oder? Ja, kommt hier rein. Da freut sich der Geldbeutel. Also der spirituelle Geldbeutel. Ja, es hat gereicht. Ich dachte, das wäre wieder einer zu wenig. Waffenbeherrschung. Was mal? Drücke die Taste schwerer Angriff, um einen schweren Angriff auszuführen. Okay. Das sagt eigentlich schon einiges. Kudas Segen. Beschwöre eine Waffe oder einen Fluch erneut, aber die Stufe wird um 1 gesenkt. Nekromantenwaffen. Nekromantenwaffen lassen gefährliche Geister aus toten Gegnern entweichen, die Widersacher in der Nähe angreifen. Klingt doch nett. Das nehme ich. Sehr schön. So. Kann ich noch... Achso, ich kann hier so ein Kronending machen. Beziehungsweise mir hier was kaufen. Der verursachte Schaden erhöht sich mit jedem Kill, wird aber zurückgesetzt, wenn du getroffen wirst. Du erleidest doppelten Schaden. Das klingt gar nicht so schlicht. Alle Herzen werden durch 1,5 mal der Menge an blauen Herzen ersetzt. Okay, aktuell habe ich nicht regelmäßig blaue Herzen. Ziehe 4 Tarotkarten zu Beginn jedes Durchlaufs, aber keine kann im Nachhinein gezogen werden. Das habe ich beim letzten Spieldurchlauf öfter gemacht. Das fand ich ganz praktisch. Du erhältst bei jeder Ziehung einer Tarotkarte ein krankes Herz, wirst aber durch erlittenen Schaden vergiftet. Maximal ein krankes Herz gleichzeitig. Ja, ich würde sagen, verursachte Schaden erhöht sich mit jedem Kill. Das nehmen wir mal. Wir erleiden doppelten Schaden. Dann muss ich doppelt so gut ausweichen. Ja, ich werde stärker. So. Jetzt, wir sehen uns morgen. Und genau hier wäre auch der Zeitpunkt, wo ich sagen würde, das reicht für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und genau, bis morgen.